Jo Leute, was geht? Freunde, heute spielen wir in GTA 5 wieder mal als Cartoon Cat. Allerdings könnt ihr sehen, Leute, wir sind als eine viel kleinere Version von Cartoon Cat unterwegs. Und zwar wird es in der heutigen Episode wieder eine Upgrade-Folge geben. Lange gab es diese Folgen nicht, Freunde, aber heute in der Cartoon Cat Edition. Und ich habe es noch nie gemacht, Leute. Und deswegen würde ich sagen, wir werden heute in GTA 5 von einem Mini-Cartoon Cat zu Cartoon God upgraden. Damit ihr auf jeden Fall, Leute, mehr davon sehen wollt und noch weitere solche Upgrade-Videos, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben da, Leute. Und abonniert gerne den Kanal, Leute. Denn bei 1,11 Millionen Abonnenten werde ich eine PlayStation 5 und etwas sehr Nices verlosen. Also Leute, das wollt ihr nicht verpassen. Und unsere Mission ist, Leute, wie ihr sehen könnt, wir müssen einen Hund fangen. Okay, wir müssen irgendwie einen Hund finden und fangen. Dann upgraden wir in die nächste Cartoon Cat Version. Denn aktuell, Freunde, sind wir noch sehr schwach. Ihr könnt sehen, wir haben nicht wirklich viele Superkräfte. Allerdings können wir ganz okay laufen. Ich würde sagen, wir können sogar ein bisschen schneller laufen als Franklin, oder? So, wo sind denn die ganzen Hunde? Hallo, irgendwo muss doch hier ein Hund sein. Das ist doch ein Hundepark. Keine Ahnung, vielleicht habe ich sie als Katze alle verscheucht. Aber ich muss hier irgendwo einen Hund finden, sonst können wir nicht upgraden. Und warte, können wir auch irgendwas machen hier? Was passiert, wenn ich die Angriffstaste drücke? Oh, wir kratzen unser Ohr. Okay, alles klar, Cartoon Cat. Oh, wir müssen aufpassen, uns nicht von den Autos erwischen zu lassen. Aber irgendwo müsste es doch einen Hund geben. Bestimmt, Leute. Ich suche jetzt, Leute, schon seit ungefähr 5 Minuten und ich finde immer noch keinen Hund in GTA 5. Das ist super merkwürdig. Wo ist denn hier ein Hund? Hallo, haben Sie irgendwo einen Hund oder so? Hat denn niemand einen Hund? Da ist, glaube ich, einer. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, da ist einer. Yo, oh, wir müssen ihn berühren. Nein, er läuft weg. Okay, okay, okay. Wir laufen ihm hinterher, Freunde. Wir versuchen ihn jetzt zu treffen, um zu upgraden. Komm schon, lauf. Schneller, schneller. Und yes. Ja, wir haben ihn berührt. Let's go. Wir haben ihn berührt, Leute. Wir haben ihn gefangen. Okay, jetzt läuft er einfach weiter. Freunde, ich glaube, das bedeutet, wir können jetzt in den nächsten Cartoon Cat upgraden. In 3, 2, 1 und... Wow. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das mal an. Wir sind Mini-Cartoon Cat geworden oder eher so eine Art Among Us-Cartoon Cat. Aber ja, wir sind auf jeden Fall schon zu einem kleinen Cartoon Cat und ich glaube, wir sind gerade auf der Schultoilette. Ich weiß nicht, was wir dort machen, aber wahrscheinlich hat Cartoon Cat sein großes Geschäft hinterlassen. Ich glaube, das Ganze fand dort hinter der Tür statt. Die ist jetzt... Ey, mein Bruder, die Tür kannst du vergessen. Da, was da drin abgegangen ist, ey, wirklich, da willst du 2 Wochen lang nicht mehr hingehen, okay? Und was ist unsere Mission? Oh, ins Human Labs gehen und tauchen? Okay, also wir sollten, glaube ich, in dieses Becken vom Human Labs tauchen, damit wir mutieren, um damit Cartoon Cat Fähigkeiten freizuschalten. Weil ich glaube, im Moment können wir noch nicht wirklich viel machen, oder? Wir können... Ja, okay, wir können jemanden schlagen, aber das ist auch alles, was wir machen können, Freunde. Und ich meine, wir können springen, wir können laufen. Das sind schon mal mehr Sachen, die wir vorher gemacht haben. Also definitiv schon ein Upgrade. Allerdings, Leute, müssen wir auf irgendeine Art und Weise es schaffen, zum Human Labs zu kommen, um zum richtigen Cartoon Cat upgraden zu können. Ich würde sagen, wir suchen uns erstmal ein Auto. Ich habe keine Ahnung, ob du überhaupt fahren kannst. Oh nein, Leute, wir können mit dem gar nicht fahren. Wisst ihr warum? Er hat keine Hände. Er hat einfach keine Hände, Cartoon Cat. Warum hast du keine Hände? Wir müssen irgendetwas finden, womit wir mit einem Auto hinfahren. Ich meine, vielleicht hast du ein... Er hat sogar ein Handy. Okay, wir können einfach Folgendes machen, Leute. Wir rufen einfach mal den Taxi-Service an. Ich glaube, wir haben den Trick rausgefunden. So, Officer, guten Tag, Officer. Ich warte jetzt auf das Taxi, Freunde. Und wir werden jetzt einfach uns den Wegpunkt zum Human Labs markieren. Und dann sollten wir eigentlich dorthin gefahren werden. Keine Ahnung, wie teuer das Ganze sein wird. Hier, hier, Taxi, Taxi. Taxi, können Sie vielleicht Among Us Cat irgendwie, ja, transportieren? So, was geht? Okay, $0 kostet das Ganze zum Wegpunkt. Okay, wir überspringen die Fahrt einfach, Leute. Mal gucken, ob es klappt. Ich hoffe, es klappt. Yes! Yes, Leute, er hat uns genau zum Human Labs gefahren. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war gerade ein 200er IQ-Move. Jetzt müssen wir uns nur noch versuchen, irgendwie ranzuschleichen, ohne dass wir Sterne erhalten. Und deswegen müssen wir versuchen, wirklich, ja, ganz, ganz, ganz vorsichtig zu sein. Aber ich weiß nicht, ich glaube, den Typen können wir noch ausschalten. Das machen wir einfach schleichend. So, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht und... Oh, 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 bam. Ah, so, wir haben ihn ausgeschaltet. Okay, Leute, jetzt müssen wir vorsichtig sein beim Reingehen. Dann bekommen wir die Cartoon Cat Fähigkeiten und upgraden in die nächste Version. Und Freunde, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, damit ihr die letzte Cartoon Cat Variante herausfindet, denn die wird es definitiv in sich haben. Wir sind erst bei der zweiten und es soll insgesamt 7 verschiedene Cartoon Cats in diesem Video geben. So, wo waren die Becken? Ich glaube, die waren hier irgendwo oben.
Ist das vielleicht eins? Ja! Yes, Leute! Das ist eins von diesen Becken. Und da müssen wir einfach nur reintauchen, also reinspringen. Und dann bekommen wir irgendwelche radioaktiven, keine Ahnung, genetischen Veränderungen. Und dann würde ich sagen, upgraden wir. Und wir springen noch ein bisschen rein. So, jetzt nochmal hier komplett reinwälzen. Okay, jetzt sind wir komplett nass von diesem gelben Zeug. Warum ist das Zeug gelb? Das ist ein bisschen eine Sass. Das ist eine ziemliche Sass-Frage, ne? Okay, ich glaube, wir haben genug. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die nächste Version upgraden können. Ich glaube schon, Freunde. Wir upgraden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Cartoon Cat in GTA 5 rein. In 3, 2, 1 und... Let's go! Leute, wir sind jetzt zu Cartoon Cat geworden. Alles klar. Und wir können auch die ganzen Fähigkeiten nutzen, die wir hatten, Leute. Ich meine, wir können hochspringen. Cartoon Cat ist sehr stark. Wir wissen, Leute, Cartoon Cat, einer der stärksten Kreaturen im gesamten Universum. Ich meine, Leute, der ist sogar so stark, dass er einfach Krater im Boden hinterlässt, wenn er einfach nur am Laufen ist. Ziel? Workout machen, um stärker zu werden? Was? Wir müssen keine Kills oder so machen? Wir müssen einfach nur ein Workout machen? Ich meine, okay, Leute, wenn wir uns Cartoon Cat mal genauer anschauen, der ist schon ein bisschen dürr. Ich glaube, wir können ein bisschen Workout für dich machen, dass du ein bisschen stärkere Arme bekommst und Beine, ne? Wow. Yo, Alter, das ist absolut krass, wie weit wir mit ihm springen können. Okay, irgendwo muss dann das Fitnesscenter sein, aber ich laufe in die komplett falsche Richtung. Das Fitnesscenter ist nämlich in Los Santos. Aber ich wollte mal zeigen, Leute, wie weit kann Cartoon Cat maximal springen? Let's go! Oh mein Gott, das sind bestimmt 100 Meter. Das könnten locker 200 Meter gewesen sein. Ich glaube, das war ein 200 Meter Sprung. Okay, ey, wir müssen das irgendwann mal in einem anderen Video messen, Freunde. Wie weit können die verschiedenen Charaktere springen? Wenn ihr das haben wollt, Leute, so eine Art Experimentenvideo, dann lasst auf jeden Fall, Leute, einen Daumen nach oben da. Und wir springen wieder weiter. Und bis zur Madrazo Ranch. Let's go. Oh mein Gott, haben wir einen riesen Krater, hinterlassen. Oh mein Gott, was ist das für ein geiler Spruch. Und jetzt der ganz weite Sprung. Yo. Okay, der Strand ist schon mal in der Richtung. Wir sind nicht weit entfernt. Aber wir können auch ein bisschen Action machen, oder? Was spricht denn dagegen? Ein bisschen Cartoon Cat Action zu machen. Bam. Oh mein Gott, okay. Wir sollten nur darauf aufpassen, keine Sterne zu bekommen für das, was wir machen. Aber ich glaube, wenn wir einfach nur gegen Autos laufen, bekommen wir wahrscheinlich keine Sterne, weil ich meine, ey, ist einfach Unfall, ne? Ich mache so, mache einen Unfall und bam! Wow, wie weit fliegt... Warte, habt ihr das gerade gesehen? Ich habe diesen LKW gerade katapultiert. Er ist mit gleicher Geschwindigkeit wieder zu mir gekommen. Ich bin gerade verwirrt. Habt ihr das gesehen? Okay, ich habe keine Ahnung. Das war wirklich gerade sehr weird. Aber ja, okay. Und ich glaube, komm, einmal können wir Let's Go machen. Boom! Das war stark. Das war richtig stark. Okay, jetzt mache ich lieber keinen weiteren Ärger. Ich will nämlich einfach ein ganz normales Workout machen. Wir gehen jetzt hier zum Fitness. Oh nein, jetzt habe ich 2 Sterne bekommen. Oh nee, Leute. Okay, hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen. Oh, perfekt. Wir sind denen entkommen. Alles klar. So, dann ist hier wohl das Fitnesscenter. Und da sehen wir sie. Ich glaube, da ist keiner. Ja, yeah, perfekt, Leute. Niemand ist da. Das bedeutet, wir können perfekt das Workout für uns alleine machen. Und ja, ich glaube, was suchen wir uns aus, Leute? Ein paar Gewichte. Oha! Der ist so stark, dass er die Gewichte einfach treten kann. Hier. Bäm! Wir können die Gewichte einfach wegtreten. Das ist ja übelst krass. Bro, wow. Können wir... Warte. Können wir die Gewichte mit unserer eigenen Körperkraft einfach nur anheben? What? Wir haben einfach dieses gesamte Gewicht... Wow, oha, okay, das waren mehrere Kilos, also ich weiß definitiv, das war sehr, sehr schwer, aber er hat es einfach in Bewegung bekommen, yo. Okay, Leute, lasst uns mal Cartoon Cat alle motivieren, dass er auf jeden Fall schafft, Freunde, insgesamt 10 von diesen Pull-Ups zu machen, Leute, also, let's go, 1, 2, wie macht er das, Leute, er macht einfach so, okay, Cartoon Cat, das machst du gut, weiter, push weiter, 4, komm, schneller, Leute. Abonniert, Leute, mal den Kanal, um Cartoon Cat zu motivieren, Freunde. Drückt jetzt mal auf den Abonnierbutton. 3, 2, 1 und Cartoon Cat. Komm, push. Push. Nicht ablenken lassen. Du bist bei 9. Komm schon, Cartoon Cat. Komm. Push noch einmal. Yes. Oh mein Gott. Mission abgeschlossen. Oh mein Gott. Ich glaube, wir können, Leute, jetzt in den nächsten Cartoon Cat upgraden. Ich bin so gespannt. Let's go. Wow. Oh mein Gott. Alter, was ist das für ein Biest?
Das ist absolut crazy. Okay, was ist unsere Mission jetzt, um in den nächsten Cartoon Cat upgraden zu können? Mission maximal ausrasten. Ah, okay. Also wahrscheinlich diese grüne Leiste, die wir unten links haben. Wir müssen es schaffen, diese voll zu bekommen und maximal auszurasten. Dann schalten wir die nächste Cartoon Cat Variante frei. Alles klar, dann wissen wir schon mal, was wir zu tun haben. So, junge Lady, wissen Sie was? Ich habe ein bisschen genug von Ihnen. Gehen Sie mal ein bisschen baden. Oder, oh, oh. Warte, wie kann ich sie jetzt hinwerfen? Kann ich sie irgendwie aim? Oh, oh! Ist sie ins Wasser? Fliegt sie? Nicht ganz, okay. Ey, Sie, Mister, stopp, stopp, stopp. Okay. Wollen Sie ein bisschen Badespaß haben? Hier, Badespaß. Okay, jetzt haben wir 2 Sterne bekommen, alles klar. Aber ey, das hat die grüne Leiste so ein bisschen gefüllt. Wir müssen einfach für absolutes Chaos sorgen. Absolutes Chaos in GTA 5 machen, das ist unsere Aufgabe. Ihr könnt es gerade sehen. So, junge Lady, zack. Und sie auch noch. Bäm. Und jetzt, immerhin habe ich eine Person ins Wasser geschickt. Okay, der will sich anlegen mit mir. Der will sich anlegen mit mir. Ist das Ihr Ernst? Hui! Der fliegt aber weit. Und plumps. Ist einfach weg. Oh, alle Leute hier aus dem Weg. Der unglaubliche Cartoon Cat ist da. Und jetzt macht der komplettes Chaos. Bam! Okay, Leute, wir haben ein kleines Problem. Diese grüne Leiste, die wir haben, die scheint irgendwie ein bisschen langsam hochzugehen. Und wir haben 2 Sterne, aber irgendwie niemand, der mich sucht. Ich muss versuchen, ein absolutes Chaos hier zu stiften. Wir probieren es mal. So, und bäh. Okay, das war, Cartoon Cat, das war ein bisschen soft, okay? Du musst das mit ein bisschen mehr Leidenschaft werfen, okay? Nochmal. Yeah. Genau. Das ist die Leidenschaft, von der ich gesprochen habe. Ah, hier ist die Polizei. Ist endlich angekommen. Okay. So, wir werfen den jetzt auf den anderen, Leute. Wir machen jetzt Wii Sports Bowling. Let's go. Okay, ja. Okay, die grüne Leiste geht langsam hoch. Und wir gehen jetzt auch hoch in die Luft, Leute. Und jetzt machen wir das Auto. Oh, das war so satisfying, Leute. Die grüne Leiste geht langsam hoch. Okay, wir schaffen es, immer mehr und mehr Action und Chaos zu verursachen. Oh, ich glaube, Leute... Oh, wir haben einen Trick gefunden. Wir haben einen Trick gefunden. So geht es auch. So geht's auch. Einfach draufhalten, Leute. Einfach schlagen, was das Zeug hält. Komplett draufhalten. Bis zum geht nicht mehr. Da ist die Polizei. Und jetzt, bam, nehmen wir den mit. So, und jetzt... Boom. Okay, Leute, gleich ist die grüne Leiste voll, dann können wir maximal ausrasten. Okay, zack. Und aus der Luft, kriegen wir den auch aus der Luft? Nein, leider nicht. Und ich glaube, wir haben eine Blockade gerade. So, und ja, wir rasten aus, let's go. What? Leute, was passiert jetzt? Oh mein Gott, okay, wir sind ein bisschen dünner geworden, aber dafür haben wir 3 Köpfe. Und wir können fliegen. Wir können fliegen. Yes, das ist immer das, was ich wollte, Leute. Wer will denn nicht schon fliegen lernen? Alter Schwede, das ist hier übelst cool. Okay, so, was machen wir? Bam. Und zack. Alles klar, Leute. Zack, zack. Einfach aus der Luft, Leute. Und wir haben irgendwelche Mind-Control-Fähigkeiten. Wir können Sachen... Wo ist der jetzt? Und Leute, wir fangen einfach Kugeln ab. Wir fangen Kugeln ab und die treffen sich selbst. Wow. Wir können Sachen in die Luft schmeißen, indem wir einfach nur dagegen fliegen. Kann ich also auch einen Helikopter zerstören? Und ja, ich glaube schon. Wo ist der Helikopter? Ich weiß nicht, aber ich glaube, der Pilot trifft sich einfach selbst. Wo ist denn der? Da, Helikopter. Und wir treffen ihn, Leute. Let's go. Haben wir ihn berührt? Wo ist er hin? Hallo? Helikopter. Wow, der ist weit geflogen. Okay, Leute. Wir fliegen jetzt aim drauf. Bam! Wow! Fliegt der mit hoher Geschwindigkeit. Okay. Wow! Let's go, Leute. Der geht gleich richtig kaputt. Was ist denn überhaupt unsere Mission, um die nächste abzugraden? Moment, ich rufe die mal ab. Ziel Blackout verursachen. Okay, das bedeutet, wir müssen aber bei Nacht spielen. Ich würde sagen, wir machen es Nacht, Leute. Und wir warten mal kurz ab, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir das Spiel jetzt zur Nacht. Und... Okay. Es ist Nacht. Wir müssen jetzt einfach für einen maximalen Blackout sorgen. Und ich weiß nicht, wir haben hier vielleicht irgendeine Attacke, die wir nutzen können. Maskill. Was ist denn Maskill? Okay, das testen wir mal aus. Okay, aktivieren wir es. Und was passiert jetzt? EMP. Ich glaube, Leute, mit einer EMP kann man die Stromkreise überlasten. Alles klar. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Ich hoffe, dass wir dann den Blackout verursachen. Okay, let's go. Oh, ist das laut. Oh mein Gott.
Blackout verursacht. Alles klar, wir upgraden jetzt zum nächsten Cartoon Cat. 3, 2, 1 und... Wow! Oh mein Gott, okay, was sind wir denn jetzt, Leute? Wow, wir sind Großkiefer-Cartoon-Cats mit roten Augen. Und der gesamte Strom ist immer noch in Los Santos weg. Und was wir können die Blitze kontrollieren. GTA? Oh nein, sag mir nicht, ich habe das Spiel gecrashed. Nein! Oh Gott, Leute. Okay, das Spiel ist wirklich gecrashed. Okay, ich glaube, Leute, unsere Mission, wie wir sehen können, ist momentan, wir müssen 5 Sterne erreichen. Das ist gar nicht mal so schwer. Wir haben nämlich momentan 4 Sterne. Das bedeutet, wir müssen jetzt einfach nur 5 Sterne erhalten. Ich glaube, das kriegen wir locker hin, Leute. Das kriegen wir locker hin. Oh mein Gott. Oh, okay. Oha, das ist crazy. Boom! Und ja, Mann, wir haben den einen haben wir getroffen. Den anderen haben wir auch getroffen, Freunde. 2 Helikopter aus der Luft geholt. Oh mein Gott. So, was macht der hier? Oh! Wow! Alter, das ist heftig. Okay, was machen wir damit, Leute, mit der Attacke? Wir müssen einfach nur 5 Sterne erreichen, um die maximale Kraft zu erreichen. Aber ich sehe gar nichts, oder? Irgendwie ist schon ein bisschen was weird. Ich glaube, Leute, das liegt einfach daran, weil... Boom! Low Energy. Oh nein, das ist nicht gut. Wir müssen uns aufladen. Let's go. Wir holen uns ein bisschen Energie, Freunde. Wir holen uns ein bisschen Energie aus dem Himmel. Wir laden uns auf, Freunde. Für gleich die letzte Upgrade-Stufe. Wir müssen allerdings nur 5 Sterne erreichen. Das ist alles. So, okay. Ich glaube, das ist echt nicht so der ideale Ort. Wow. Und bam. Bam. Ich glaube, Leute, so kriegen wir das gleich. So kriegen wir das gleich locker. Let's go. Okay. Come on. Ja, Mann. Alles elektrifizieren. Alles kaputt machen. Bam. Und bam. Und bam. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Bloß nicht nachlassen. Gleich kommen die 5 Sterne. Ich bin mir sicher, Leute. Gleich kommen sie. Und wir laden den Angriff noch ein bisschen auf. Wir machen den noch ein bisschen stärker. Way. Okay. Oh, hier sind so viele Einsatzkräfte. Bam. Leute, gib mir doch endlich die 5 Sterne. Was ist denn da los? Und... Zack, Junge. Und noch einmal. Und... Leute, das ist so satisfying. Ich liebe diese Upgrade-Episoden. Falls ihr die feiert, dann wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, dass ihr noch eine weitere Upgrade-Episode haben wollt. Boom! Oh mein Gott, ist das crazy. Zack, Alter, weg mit euch. Yes! Yes, wir haben 5 Sterne erhalten, Leute. Let's go! Das ist gut. Endlich, Freunde. Endlich. Okay, das bedeutet, wir upgraden uns, Leute. Jetzt in den letzten Cartoon Cat. Wer wird es sein? Der Gott Cartoon Cat. Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Leute, wir sind jetzt der mehrarmige Gott Cartoon Cat. Ich glaube, wir sind gefühlt ein Spinnenarm oder so etwas. Oh mein Gott. Oh. Wow! Oha, mit 5 Sternen, Leute, machen wir jetzt hier alles undicht, Leute. Die gesamte Stadt ist komplett zerstört fast schon. Was haben wir gemacht? Was haben wir gerade gemacht? Und ich glaube, das war nicht gut, oder? Wow, mache ich gerade da Portale oder so? Was mache ich hier? What? Und... Oh! Guck euch das an, Leute. Wahnsinn. Oh Gott, okay. Ich glaube, Leute, wir machen hier nochmal kurz einen Prozess. Wer auch immer hier kommt, ich warte mal ein paar Sekunden. Ich warte mal, bis sie hier ankommen. Leute, kommt mal ruhig hier ein bisschen. Kommt mal ruhig ein bisschen näher, okay? Ich mache nämlich jetzt den Finisher-Move, Leute. Den absoluten Finisher-Move gleich. Ah, Leute, es werden hier immer mehr und mehr, ne? Ich glaube, wir müssen das Ganze hier so ein bisschen... Was habe ich gerade? Was? Ich habe ein eigenes Schwert? Wir haben einfach ein eigenes Schwert? Was? Okay, okay. Ja! Ich glaube, der ist jetzt gelöscht worden. Ich glaube, den haben wir deinstalliert und in den Papierkorb geworfen. Oh mein Gott. Zack. Wow. Oha. Wir sind einfach crazy drauf, Leute. Bäm. Bäm, bäm. Was mache ich die ganze Zeit? Ist denn das hier irgendwelche Portale? Ah, wir haben Portale gebildet. Nice, nice, Leute. Wir haben eigene Portale gemacht. Okay, was macht... Leute, was passiert jetzt? Was mache ich da gerade? Was passiert hier gerade? Was? Wir haben den Meteoriten auf die drauf geworfen. Was? Oh mein Gott. Oder? Fliegt dann... Oh! Aber warum fliegen denn die so weit weg? Kommt mal hier näher. Der Meteorit muss direkt hier einschlagen. Direkt hier. Hier vor... Und ja, genau hier. Noch einmal.
Wir haben jetzt zwei Supersterne freigeschaltet, Leute. Wir haben zwei Green Force. Zack, Alter, weiter geht's. Wir sind einfach Gott, Cartoon Cat, Leute. Wir haben den gesamten Strom in Los Santos ausgemacht. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist die gesamte Zivilisation von Los Santos auslöschen. Und dann gibt es nichts mehr, was in dieser Welt hier funktioniert. Oh. Okay. Was mache ich? Warum schalte ich die ganze Zeit im Regisseurmodus neue Charaktere frei? Muss ich irgendwie erledigen? Jetzt haben wir drei Supersterne freigeschaltet. Das heißt, dass es theoretisch sind das schon 15 Sterne oder sowas, weil die multiplizieren sich mit der Anzahl der 5 Sterne. Das heißt, wir haben gerade, Leute, 15 Sterne in GTA 5. Aber es werden immer weniger. Man sieht es, die kommen nicht hinterher. Die können nichts machen. Hier, Meteorit. Zack. Weg mit dir. Oh, das war so cool. Warte, Cartoon Cat, kannst du das noch einmal machen? Kannst du dich bitte nur einmal umdrehen? Und zwar, dass du so wie die Superhelden guckst. Okay, warte, Leute. Pass mal auf. Das ist jetzt wie in den ganzen Filmen. Wir schmeißen jetzt einen Meteorit hier drauf. Und jetzt drehen wir uns um. Bäm. Genau so. Genau wie in den Filmen, Leute. So, Meteorit schmeiß ich hier drauf. Und der ist gelandet. Oh, was? Ich kann die Schwerkraft anpassen? What? Ich kann sogar die Schwerkraft anpassen. Und da fliegt einfach ein Typ. Oh, okay. Und jetzt euch alle. Jetzt, okay. Hoch und runter. Die haben Panzer geschickt. Super Panzer mittlerweile. Ich sag's euch, 15 Sterne in GTA 5. Hoch und runter. Habt ihr nicht Spaß hier? Das ist wie Freefall Tower. Hoch und runter. Und nochmal hoch. Und nochmal runter. Okay. Ey, wer stört hier meine Nachtruhe? Jetzt haben wir 4 Supersterne freigeschaltet, Leute. Ich glaube, das ist fast die heftigste Stufe. Die sind hier mit Raketenwerfer sogar ausgestattet. Als ob. Boom. Wow. Okay, jetzt ist es extrem, Leute. Jetzt ist es krass. Die haben einfach Clifford-Roboter geschickt auf uns drauf. Und was ist das? Was habt ihr da gemacht? Kann man es schaffen, maximale 25 Sterne in GTA 5 zu bekommen? Das ist unsere Mission, Freunde. Da haben wir die ganze Challenge geschafft. Wir brauchen nur noch eine Truppe. Aber ich krieg diesen einen Typen, der nervt richtig. Wer ist dieser Typ? Wow, okay. Weitermachen. Weiter, einfach weitermachen. Wow, okay, okay. Cartoon Cat rastet aus, Leute. Cartoon Gott rastet gerade komplett aus. Boah, ich sehe gar nichts. Wo bin ich? Was bin ich sehend? Oh, da sind welche. Okay, wir haben... Let's go! Wir haben alle Sterne freigeschaltet, Freunde. Wir haben 25 Sterne in GTA 5. Ihr habt alles geholt. Alles habt ihr auf uns geholt. Und jetzt ist es Zeit für den maximalen Finisher-Move. So, okay, Leute. Jetzt passt mal auf. Jetzt passt auf. Zack, Junge. Wir machen den Thanos-Move. Wir machen alles auslöschen, was wir hier haben. Es ist alles weg. Es ist alles weg, Leute. Die Sterne sind erloschen. Es gibt nichts. Wir sind im Nichts. Die Welt ist nichts. Das einzig Helle ist hier der Mond. Alles. Alles ist weg, Leute. Hier ist nur noch ein großer Panzer. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben als Gott Cartoon Cat ganz GTA 5 zerstört. Leute, ich würde sagen, falls euch diese Episode gefallen hat, dann smash gerne den Like-Button, damit ich weiß, dass ihr noch eine solche Episode haben wollt. Und abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst und damit ihr die Verlosung nicht verpasst, Leute. Wie gesagt, 20.000 Abonnenten fehlen uns noch, Leute. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auf der Gamescom seid. Ich bin definitiv da, Leute. Und ich werde auch eine Autogrammstunde geben. Also, Leute, seid auf jeden Fall dabei. Das Ganze wird, ich glaube, entweder Freitag oder Samstag sein. Ich glaube aber ja wahrscheinlich Freitag oder so. Ich muss es genau noch nachschauen, aber ich werde euch das Ganze ankündigen. Ich hoffe, wir sehen uns und ihr könnt dann gerne ein Foto auch mit mir machen. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. IDs raus, haut rein und ciao.